So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 16. November 2021. Ja, es ist Dienstag und wir wollen uns einen Blick auf die Märkte gönnen, den Breakout im DAX thematisieren. Den hatte ich gestern ja schon in der Headline meiner DAX-Analyse so ein bisschen angerissen gehabt. Die Option dazu, die durchaus im Raum stand, sollten wir die 16.100er-Marke überschreiten. Und die Heftigkeit des Breakouts, die ist jetzt nicht, also wir haben schon heftigere Breakouts gesehen, so will ich es mal formulieren. Aber nichtsdestotrotz sehen wir doch kontinuierlich Nachfrage reinkommen in den Markt. Haben jetzt auch auf der Oberseite die Open Range, wenn wir es gleich sehen, verlassen für den heutigen Handelstag. Kurzer Pull-in, der stattgefunden hat, und sofort kommen wieder neue Käufer in den Markt und schieben uns in Richtung der bis dato ausgebildeten Tageshochs, in Richtung der 16.200er Region. Ja, und es ist tatsächlich davon auszugehen, dass solange dieser Absicherungsbedarf jetzt mit Ausblick auf den anstehenden Verfall am Freitag besteht, dass eben dort weitere Nachfrage in den Markt kommt, dass der DAX also seine Bullishness, die er jetzt auf den Weg gebracht hat, eben fortschreibt. Fundamentaler Trigger, den sehe ich in dem Zusammenhang nicht. Vielleicht, na klar, wenn man jetzt die Finanzberichterstattung sich anschaut, da wird vielleicht sowas gesagt wie, naja, der schwache Euro, Export profitiert davon und dergleichen. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Argument. Ich glaube eher, dass wir aktuell im Hinblick besonders auf den Euro wiederum, der gestern unter die 1,14er-Marke zum US-Dollar gefallen ist, das, was wir auch schon skizziert hatten, dieses Szenario, das ist jetzt auch nicht, dass es groß überraschend käme. Ich glaube allerdings, dass das hier tatsächlich damit zu tun hat, dass wir eben Kapitalabflüsse gerade aus dem Euro sehen, begünstigt auch durch andere global makroökonomische Faktoren, Ausweitung des sogenannten Zinsdifferenzials, also während in den USA eben sich ein restriktiverer geldpolitischer Kurs abzeichnet durch die dort anziehende Inflation, haben wir eben auf der Kehrseite zwar eine anziehende Inflation in der Eurozone, aber eine wehrlose EZB. Das haben ja auch diverse Ketzer und Verschwörungstheoretiker und wie sie nicht alle bezeichnet werden, ja schon seit geraumer Zeit skizziert, dieses Szenario, wurden dann entsprechend diffamiert. Naja, heute sehen wir, dass das weniger eigentlich irgendwelche Horrorszenarien waren, sondern die sich einfach nur an fundamental gerechtfertigten Betrachtungen orientiert haben. Und dass die EZB hier im Grunde genommen versucht hat, oder beziehungsweise auch die Politik, die Medien, einfach diverse Nebelkerzen zu zünden, einfach um dort vom Offensichtlichen, nämlich vom potenziell weiter voranschreitenden Verfall des Euros und des grundsätzlich sehr, sehr fragilen Fundaments, auf dem dieses Währungskonstrukt eben fußt, um davon eben abzulenken. Ja, wir werden auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. In diesem Zusammenhang, trotz dieser aktuellen US-Dollar-Stärke, die wir weiter ausmachen können, sehen wir parallel dazu allerdings Gold auf dem Weg jetzt in Richtung der 1900er-Marke. Also Breakout über die Wochenhochs hat stattgefunden. Gestern kurzer Versuch, kleiner Fake-out. Anziehende Zinsen waren da jetzt nicht so begünstigend. Aber ich hatte gestern schon gesagt, es ist dennoch eine sehr stabile Vorstellung. Ich will auf den Tweet gleich nochmal eingehen, habe ich gestern relativ spät abgesetzt. Und jetzt sieht es so aus, als wenn dieser Breakout jetzt in diesem Moment auf den Weg gebracht wird. Also da ist weitere Bullishness auch zu erwarten, trotz der anziehenden des anziehenden US-Dollars und anziehender Zinsen. Wir werden einen Blick werfen auf Einzeltitel. Haben heute vorbörslich Walmart mit Zahlen, Earnings Play vielleicht. Ich hatte im letzten Quartal ein relativ interessantes Setup in diesem Zusammenhang für mich formuliert, einen profitablen Trade, einen Earnings Play abgesetzt. Will das mal schauen, ob das dieses Mal wieder sich darbietet. Die charttechnische Konstellation ist nicht ganz so interessant wie jetzt im letzten Quartal. Lucid allerdings. Lucid könnte ganz interessant werden. Auch da werfen wir einen Blick drauf und vielleicht sogar hauptsächlich einen Blick drauf. Da gibt es nämlich ganz interessante Konstellationen. Stichwort Growth, Stichwort High. Wie soll ich das sagen? High Impact nicht, sondern einfach Interesse seitens des Marktes. Also, wir haben eine ganze Menge abzudecken, abzuarbeiten, bevor wir starten, ganz offiziell der Blick hier einmal auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt, der kann im Trading für einen, der kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheidet man, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Darüber hinausgehend, wenn man dann zu dem Entschluss kommt, sollte man zunächst mit einem Demokonto beginnen. Ausgehend von diesem Demokonto risikofrei sich mit dem Handel vertraut machen, stellt man fest, das passt. Das passt nicht nur risikotechnisch, sondern das passt auch ausgehend von meinem Charakter als Trader. Dann ist der Weg zum Live-Konto über Markets entsprechend auch relativ zügig gemacht. Markets.com/de, nicht nur der vollständige Risikohinweis, sondern wie gesagt auch die entsprechende Demo, die man sich dort herunterladen kann. Solltet ihr Fragen haben rund um die Märkte, nutzt gerne die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos Kommentare zu hinterlassen, Fragen zu stellen und dergleichen. Solltet ihr Fragen haben, die ihr sofort beantwortet sehen möchtet, dann ist nicht nur das Video eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, sondern auch über meine Webseite jk-trading.com/forum. Ihr habt die Möglichkeit, über Twitter mit mir in Kontakt zu treten, via E-Mail jklatt@jk-trading.com.
www.trading.com. Und ja, soweit zur Einführung. Jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Hier einmal der Blick auf den DAX. Da sehen wir genau diese jetzt wieder sich herauskristallisierende Unterstützung um den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Hier kurzer Pullen, kleiner Versuch, Bullishness, Open Drive zur Eröffnung gleich. Nach der Kasseeröffnung so ein leichtes Überrollen. Wir sehen allerdings, dass wir uns oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis stabilisieren können, drehen wieder auf und nehmen jetzt eben die 16.200er-Marke ins Visier. Darüber hinausgehend, dann würde ich jetzt ausgehend vom Umstand, dass das Allzeithoch-Territorium ist in 100er-Schritten auch mit Ausblick auf den anstehenden Verfall arbeiten. Also 16.2, 16.3, 16.4. Das sind dann so die nächsten Level auf der Oberseite, die ich hier entsprechend eben anvisieren würde. Bevor ich weiterspreche und wir uns den DAX nochmal detaillierter auch betrachten, möchte ich zunächst einmal hier im Hintergrund ein bisschen aufräumen. So, einmal schauen, ob alles gut gestreamt wird, was eigentlich kein Problem darstellen sollte. Moment übrigens. Guten Morgen, Traders. So, das ist jetzt die Chatbox, da könnt ihr eure Fragen stellen. So, also erstmal Punkt 1. Und dann gucke ich mal hier, ob alles gut gestreamt wird. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und hier sieht auch alles gut aus. Sehr schön. Also Twitch läuft, YouTube läuft. Ach ja, Twitch läuft, YouTube läuft, sage ich gerade. Falls es Schwierigkeiten bei YouTube geben sollte, dann nutzt gerne die Möglichkeit, über Twitch dem Morning Meeting zu lauschen. Es wird zwar die Aufzeichnung auf jeden Fall geben, weil parallel dazu hier der Stream aufgezeichnet wird, aber nichtsdestotrotz sollte es jetzt während des Livestreams Schwierigkeiten geben. Bei Twitch gab es die noch nie, also schaut gerne rüber auf Twitch tatsächlich, da könnt ihr auch den Kanal subscriben, das ist der gleiche Content. Ich nutze hier so eine sogenannte Split-Lösung, also das heißt, das läuft über den einen und über den anderen Kanal identisch. Was haben wir noch? Das wäre es erstmal soweit gewesen. Der nächste Link, der folgt dann gleich zur Discord-Community, wo ich auch den Gameplan für Lucid schon eingestellt habe. Und wie gesagt, da blicken wir gleich drauf. Zunächst einmal hier der Blick auf den DAX. Und dann hier in dieser Konstellation der Breakout, der jetzt hier gerade stattgefunden hat auf der Oberseite. Also Konsolidierung seit langer, langer Zeit. Also langer, langer Zeit für uns als Daytrader. Lange, lange Zeit bedeutet über die gesamte letzte Handelswoche, auch schon dann Ende der ersten Handelswoche im November. Und wir konsolidierten weiter knapp unterhalb der 16.100er Marke. Sehen dann jetzt eben hier entsprechend den Breakout. Wir haben gestern schon Versuche gestartet, über die 16.1 zu brechen. Also zum Market Opening während der europäischen Eröffnung hatten wir noch ein relativ choppiges Treiben um die 16.100er Marke. Drehten dann auf und dann sahen wir eben, dass wir mit den US-Märkten eben tatsächlich hier uns versuchten, oberhalb der 16.100er Marke, 120er Marke, vielleicht ein bisschen genauer zu stabilisieren. Das war ein Bereich, den hatten wir in der Vorwoche schon angelaufen gehabt, und zwar am Donnerstag vergangene Woche. Und ich hatte gesagt, sollten wir darüber laufen und uns oberhalb konsolidieren, könnte das eben beginnen, dann Absicherungsbedarf nach sich zu ziehen im Hinblick auf den jetzt anstehenden kleinen Verfall am kommenden Freitag. Und genau infolgedessen könnte dann weiteres bullisches Momentum eben initiiert werden, welches uns dann in 100er Schritten 16.2, 16.3 und so weiter führt. Ja, und so war es dann auch. Also 16.120, wir haben gestern, wie gesagt, hier im Morgen den Test der Region gesehen, kurzer Versuch. Das war noch vor der US-Eröffnung. Dann haben die US-Märkte zunächst jedenfalls nicht den Follow-Through auf den Weg gebracht. Wir werden gleich mal einen Blick drauf werfen. Könnte sein, vielleicht darf man ganz realistisch davon ausgehen, dass dieser kurze Pull-In zum Opening im S&P an der Stelle auch wie auf Tesla zurückzuführen war. Tesla hat gestern dieses von mir skizzierte Szenario in Richtung der 1.000-Dollar-Marke eben zu sehen bekommen. Das wird der ein oder andere vielleicht sagen, naja, Tesla, ist das wirklich so stark? Ist das so ein großer Faktor für den Markt an dieser Stelle, so ein Big Player? Im Hinblick beispielsweise auf den S&P. Alleinstehend nicht, aber man sollte nicht unterschätzen, dass Tesla einfach so eine Art Vehikel für den Retail-Bereich geworden ist. Und viele, viele Marktteilnehmer, ganz besonders eben auch Privatanleger, auf diesen Titel eben schauen. Parallel dazu auch diverse zum Beispiel Growth-ETFs, wie zum Beispiel der ARK Innovation ETF von Katie Wood, eben durch ihr relativ sogenannte hohe Exposure oder den hohen Anteil, den die Tesla-Aktie dann am Gesamtportfolio macht, dass da eben dann in dieser Konstellation
Tesla eben genauen Blick nach sich zieht und dann dazu beitragen kann, dass sobald Tesla korrektiv sich zeigt und Abgabedruck sieht, das auf dem breiten Markt beginnt auszustrahlen. Und also so würde ich zumindest aktuell die Situation tatsächlich einschätzen, weswegen auch mein Fokus ein bisschen verstärkter jetzt in jüngerer Zeit eben auf Tesla gerückt ist. Aber unabhängig davon, wir haben nach diesem kurzen Pull-in dann relativ zügig gesehen, dass wir uns haben erholen können. Und dann wurde es interessant. Also das sieht jetzt unglaublich choppy aus. Es ist nicht wirklich attraktiv, so mit einer schönen dynamischen Bewegung. Aber was man nicht unterschätzen sollte, ist, dass wir nämlich hier Entschuldigung, nicht unterhalb, sondern oberhalb dieser 16.120, 1.30er Region haben den Tag beschließen können. Auch wenn es nur knapp war, aber nichtsdestotrotz siehst du dann straight away eigentlich von der 8-Uhr-Eröffnung, und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir recht zügig dynamisch hier 40, 50 Punkte auf der Oberseite Aufschläge sehen. Das kann man sich jetzt im übertragenen Sinne so vorstellen. Du hast eine Optionsposition, die du aufgebaut hast. Nochmal, es hängt so ein bisschen davon ab, natürlich, wir gehen der Einfachheit halber, ohne es komplex werden zu lassen, zu komplex werden zu lassen, dass es sich einfach nur um einen Short Call handelt, den du geschrieben hast an dieser Stelle, also ein Call, und du sagst, zu diesem Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass der DAX in dem Fall unter 16.100 Punkten notiert, also zum Verfall. So, jetzt kommst du also ins Büro in Anführungsstrichen und siehst, okay, wir handeln offensichtlich oberhalb. Wir haben oberhalb geschlossen. Naja, ich habe Absicherungsbedarf, weil ich muss jetzt aufpassen, dass mir meine Position mit Ausblick auf den immer näher kommenden Verfall, das ist jetzt ja kommenden Freitag, also am 19. Ich habe nur noch 3 Tage Zeit, dass der Markt hier hoffentlich dreht. Guckst den Wirtschaftszahlenkalender, jetzt mal sehr einfach gesprochen, stellst fest, wirklich global makroökonomische Events gibt es nicht. Bullische Vorgaben seitens der US-Märkte, es ist ausreichend Skepsis im Markt. Also, wenn ihr mal Social Media beispielsweise euch anschaut, ganz besonders bei Twitter, im Fintwit-Bereich, ihr findet niemanden, der nicht das große Crash-Szenario skizziert. Und genau deswegen, glaube ich, haben wir ein für die Bullen sehr, sehr günstiges Umfeld grundsätzlich. Und früher oder später wird es dann auch dieses Throw in the Towel geben. Also das bedeutet, das Handtuch zu schmeißen und einfach zu sagen, okay, dann sind wir halt long. Und dann gibt es in den Jahresschluss hinein entsprechend diesen sogenannten FOMO oder diesen Chasing-Gedanken. Also FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Und genau das treibt die Kurse dann eben tatsächlich weiter auf der Oberseite. Ob das jetzt fundamental gerechtfertigt ist, was wir dort zu sehen bekommen oder nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es das nicht ist. Und ganz besonders auch im Hinblick auf den Euro, wir werden gleich einen Blick drauf werfen, die politischen Spannungen, die sich aufbauen und dergleichen, wird es immer offenbarer, dass eben früher oder später wahrscheinlich mal, in Anführungsstrichen, der Korken aus der Flasche fliegt, potenziell. Inflation, die auch anzieht, infolgedessen es nicht nur zu sozialen Verwerfungen kommt, sondern auch entsprechend eben wirtschaftlichen Einbußen, Gewinnmargen sich reduzieren und dergleichen. Also das bedeutet, was wir derzeit zu sehen bekommen, dass Zinsen potenziell spiken können. Was wir zu sehen bekommen, das ist einfach in Konstellation, in der Gesamtkonstellation gut, realistisch, begünstigend für eine tiefere Korrektur. Nichtsdestotrotz, solange die Marktteilnehmer glauben, dass wir eben solch eine Korrektur zu sehen bekommen, solange wird es wahrscheinlich weiter auf der Oberseite Bullishness eben geben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also jetzt habe ich das mal sehr grob skizziert. Das ist natürlich alles wesentlich professioneller, nicht, dass man das bitte falsch versteht, aber einfach um ein Bild zu haben, einfach mal, um einfach so einen groben Ablauf zu sehen. Du siehst das jetzt also. Größtenteils läuft das über Algos natürlich, die dann entsprechend das Portfolio bewerten und dergleichen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schluss unterhalb von 16.000 aus 16.100 an der Stelle, ausgehend von Einkommen, Fundamentaldaten und dergleichen berechnen. Natürlich, derjenige Portfolio-Manager, der wird jetzt nicht in die Zeitung gucken und gucken, welche Wirtschaftsdaten stehen an, beispielsweise. Also, aber einfach der Einfachheit halber, um sich das vorzustellen. Kommst also ins Büro, du siehst das, ja, und dann hast du eben diesen Absicherungsbedarf, der reinkommt und sagst, okay, dann kaufe ich jetzt zurück, also beziehungsweise hedge an der Stelle eben diesen nach rechts unten abknickenden Ast. Also ganz kurz nochmal zur Erinnerung, ja, das Auszahlungsprofil eines Short Calls. So. Das geht hier, das knickt nach rechts unten weg. Sofern ich denn die Position nackt geschrieben habe und dergleichen. Wie gesagt, wir wollen es nicht zu komplex werden lassen. Und du siehst dann eben an dieser Stelle mit dem abknickenden Ast, und der Verfall ist eben am 19.11., also das ist die 16.100er Marke, dass du jetzt allerspätestens eben 20, 30 Punkte höher, vielleicht 40 Punkte höher, um 1,30, 1,40, und daher passt auch die 1,20 in dem Zusammenhang relativ gut, dass du einfach dann einen Bedarf hast, entsprechend eben eine Position aufzubauen, die ein solches Auszahlungsprofil hat. Wenn das hier der Schnittpunkt ungefähr die 6,120 ist, dann hast du einfach jetzt hier in diesem Bereich, sobald dieses Level überschritten worden ist, den Bedarf
zu kaufen. Und das in einem dünnen Umfeld. Das sehen wir dann auch gleich straight away vom Opening weg. Also 8 Uhr, das ist ja dann der Moment, wenn man so mal plump sagt, da kommt der institutionelle Handel rein. Im übertragenen Sinne kann man sich das vorstellen, das ist äquivalent zum Beispiel zu dem Fenster, welches ich heranziehe für US-Aktien. Wenn ich mein US-Aktien-Trading zum Beispiel vorbereite, da schaue ich mir an, was passiert im Zeitfenster zwischen 14 bis 15.30 Uhr. Das ist, wenn der institutionelle Handel im übertragenen Sinne zum Leben erwacht. Und das ist hier in dem Fall die Schwelle 8 Uhr. Und ja, du siehst dann eben in dieses dünne Umfeld, ja, siehst du einfach entsprechend dann die Nachfrage reinkommen, die den Kurs natürlich kontinuierlich weiter wegtreibt. Denn dieser Absicherungsbedarf, der geht natürlich in einen substanziellen Kontraktbereich, so möchte ich das mal bezeichnen. Also das heißt, da gibt es eine entsprechende Größenordnung, wenn man im fünfstelligen Bereich, das ist zwar keine Riesensize, aber im derzeitigen Umfeld ist es der Markt einfach nicht in der Lage, also zwischen 8 bis 9, wenn die Kasse noch nicht offen hat, ist der Markt nicht in der Lage, diese Nachfrage zu absorbieren, ohne dass es zu einer entsprechend starken Bewegung auf der Ober- oder auf der Unterseite, je nachdem, kommt, in dem Fall auf der Oberseite. Ja, und dann siehst du halt relativ zügig, innerhalb von 20 Minuten, siehst du einfach den Markt hier von 16.130, 1.40, siehst du den einfach bei 1.70 traden und wir konsolidieren in dem Bereich. Also dann geht es eben in dem Moment, in den Modus, wo du sagst, naja, jetzt lassen wir den Markt mal sich so ein bisschen auspendeln, wir warten mal, bis Volumen reinkommt um 9 und versuchen dann den nächsten Teil der Tranche abzusichern. Und dann orientierst du dich an Niveaus, wo du sagst zum Beispiel, es wird größtenteils auf dem Volumen basieren, wir haben jetzt den CFD, das heißt genau korrekte Volumendaten haben wir hier nicht, aber als Orientierung kann man sich ungefähr wahrscheinlich vorstellen, dass wir hier in Gefilden um 16.150 wahrscheinlich dann entsprechend sehen, beziehungsweise wir können mal kurz was versuchen, mal gucken, ich probiere mal ganz kurz was aus, ich bin mir nicht sicher, aber wir können uns ja den Future DAX hier mal angucken. Das ist verzögert. Ja, mal gucken. Also es kommt hin. Also ich will es nicht überbewerten. Ja, es passt, aber es passt. Also Zeitfenster hier von 8 bis um 9, ja, das ist der vorbörsliche Handel. Hier in dem Fall ignoriere man mal diese Nachtsession in Anführungsstrichen, die man nachts einsetzt. Worum es mir hauptsächlich geht, ist, auch im Future DAX zum Beispiel arbeitet man mit dem sogenannten volumengewichteten Durchschnittspreis. Also ich muss jetzt an der Stelle ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das, was hier abgebildet wird, auch wirklich das real gehandelte Volumen ist. Also das scheint mir ehrlich gesagt ein bisschen dünn zu sein. 822 Kontrakte an der Stelle, die hier in dieser 1-Minuten-Kerze gehandelt worden sind, zum Kassa-Open, scheint mir ein bisschen wenig. Aber nichtsdestotrotz, also wir nutzen das dennoch mal vielleicht so als grobe Richtlinie, damit man eine Idee bekommt. Man kann natürlich mit dem Hoch des gestrigen Handelstages arbeiten. Also hier haben wir den Future DAX, das ist ein Continuous Contract übrigens, also das ist noch nicht mal der korrekte, jetzt in dem Fall Dezember-Kontrakt, den wir hier heranziehen, wo das Hauptvolumen gerade eben entsprechend läuft. Wir sehen, dass in dieser Region ungefähr Nachfrage reinkommt gegen diese Hochs. Also aus rein technischer Perspektive kommt das nicht wirklich überraschend. Und ergänzend dazu ist es eben so, wir haben eben das durchschnittlich gehandelte Volumen, an dem wir uns orientieren. Also das heißt, du sagst im Endeffekt dann, ähnlich wie unsere Herangehensweise mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis im Einzeltitelbereich, wenn wir uns eine bestimmte Weite, in Anführungsstrichen, von dem volumengewichteten Durchschnittspreis, also dem durchschnittlich bezahlten Preis des Marktes, wegbewegt haben, dann wollen wir an der Stelle sehen, dass wir zurücklaufen zu diesem durchschnittlich bezahlten Preis, um dann gegen diesen entsprechend wieder Long-Positionen aufzubauen, um einen in Anführungsstrichen guten Trade zu machen. Also wir erinnern uns dran, ich hatte dazu ja mal ein Tutorial gemacht, zum volumengewichteten Durchschnittspreis. Im übertragenen Sinne orientiert sich dein gezahlter Bonus als Execution Trader daran, wie du in Relation zum Markt deinen Trade ausgeführt hast. Das bedeutet, wenn der Markt durchschnittlich, in dem Fall hier beispielsweise 16.160 bezahlt, für diesen Lauf und du schaffst es, deinen Trade aufzubauen gegen 16.150, dann hast du eine Differenz von 10 Punkten an dieser Stelle, die du besser als der Markt hier entsprechend deinen Trade ausgeführt hast. Und das führt dann eben entsprechend dazu, dass du einen Bonus bekommst, weil anhand dieses besser zum Markt ausgeführten Trades sich entsprechend dieser Bonus orientiert. Sehr einfach gesprochen. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen also jetzt hier, dass wir uns recht stark dann vom Opening wegbewegen, gleich von 8 Uhr, dass dieser Absicherungsbedarf offensichtlich hier reinkommt. Vielleicht ist auch hier, also nochmal, das ist nur als Orientierung, aber ein kleiner
doch herausragender kleiner Volumenspike in diesem dünnen Umfeld da, grün, als wir nämlich in diese langgezogene 1-Minuten-Kerze um 8.21 Uhr gehen, wo wir dann innerhalb kürzester Zeit hier nochmal 10, 12 Punkte eben tatsächlich laufen, das Volumen reinkommt. Das könnte so ein Klickmoment gewesen sein, wo dann einfach diese Algos sagen, wir müssen jetzt absichern. Also das ist jetzt so die Line in the Sand, die rote Linie, die überschritten wird, und an der Stelle müssen wir einfach jetzt unsere sich negativ für uns entwickelnde Optionsposition müssen wir absichern. Ne? Dass man einfach so ein bisschen die Psychologie dahinter versteht, was da zu diesem Zeitpunkt passiert. Und dann ist es aber so, man darf davon ausgehend von dem Verfallstag-Diagramm, wenn wir jetzt mal auf gestern gehen, mal gucken, beziehungsweise gestern war Montag, ne, wenn wir uns jetzt mal diese blauen Balken hier wegdenken, hier zum Beispiel, da hast du ungefähr 9.000, 10.000 Kontrakte roundabout. Dann hast du aber dennoch Bedarf abzusichern, also darüber hinausgehend entsprechend den Future zu kaufen, also den Future DAX an dieser Stelle zu kaufen. Und was du dann natürlich machst, ist, dass du abwartest, bis wir uns wieder zurück in Richtung des Fairen, vielleicht auch leicht unter dieses durchschnittlich bezahlte Preisniveau bewegen, um dann gegen diesen Bereich wieder zu kaufen. Und das korrespondiert an der Stelle ganz interessant, ich möchte den Handel fortsetzen, das korrespondiert dann interessanterweise hier in diesem Zusammenhang mit dem EMA 50. Das ist allerdings ein reiner Zufall. Also das darf man jetzt nicht überbewerten. Aber so kann man eben erkennen, warum gegen diese Pull-Ins in dieses Umfeld jetzt in diesen Absicherungsbedarf entsprechend kontinuierlich Nachfrage reinkommt. Und dieser Modus, der kann sich durchaus weiter fortsetzen, fortschreiben. Und zwar in 100er Schritten, je nachdem, bis dann diese Absicherungsgeschäfte komplett durch sind, in Anführungsstrichen. Wir haben jetzt gerade gesehen, Play, dass hier interessanterweise gestern besonders eben dieses Open Interest nochmal deutlich zugenommen hat, überraschenderweise auf die 16.100er Marke. Also könnte durchaus sein, dass da jetzt noch mehr Absicherungsbedarf besteht, als gestern sowieso schon bestand bei Überschreiten. Und genau da kommt jetzt nämlich der Punkt, deswegen können wir auch nicht genau sagen, wie weit so eine Bewegung läuft. Darüber hinausgehend, also 16.2, 16.3, 16.4, das nächste Mal leichter erhöht, fast schon möchte man hier sagen, 16.5, aber auch nur mit viel, viel Wohlwollen, dieses gegen diesen Bereich zu erwartende Angebot, was in den Markt kommt, um den DAX unterhalb dieser Level zu halten, das dürfte kompensiert werden bzw. absorbiert werden oder übertroffen werden. Also die Nachfrage, das Angebot übersteigen, und somit wäre auch denkbar, dass dann diese Level, die nächsten 100er Level überschritten werden, die natürlich dann auch einen Absicherungsbedarf haben, der dann nochmal eine Beschleunigung dieser bis dato eingeleiteten Aufwärtsbewegung eben nach sich ziehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wer das jetzt bis hierhin nicht long gespielt hat, der sollte an dieser Stelle sich vorsehen, jetzt aus irgendwelchen aktionistischen Gründen beispielsweise zu sagen, naja, dann shorte ich jetzt. Also weil wir sind ja auch schon sehr weit gelaufen, sehr stark extensiert, dann werden technische Komponenten herangezogen, dann sagt man zum Beispiel, naja, der RSI, der steigt jetzt hier gleich auf Stundenbasis in den überkauften Bereich, und da ist dann kurzfristig ein überdehnter Modus und eine Gegenbewegung ist denkbar. Man sollte an der Stelle nicht unterschätzen, dass hier ein rein fundamental technischer Grund der Treiber ist, der diese Bewegung durchaus noch weiter beschleunigen kann und auch noch in sehr, sehr überdehnte und extreme Territorien oder Gefilde treiben kann, als man sich das selber vorstellen kann, beziehungsweise als das rein technische Herangehensweisen eben in Aussicht stellen, wenn sich hier zum Beispiel beginnen, Divergenzen oder dergleichen abzuzeichnen. Wir sollten an der Stelle nicht unterschätzen, dass die Möglichkeit besteht, dass auf diesen überdehnten Modus, das haben wir in der Vergangenheit schon öfters gesehen, dass es zwar ein nicht ersterben, aber zumindest mal eine Konsolidierung gibt, aber dass diese Konsolidierung nicht bedeutet, dass es einen schärferen Pull-In gibt, sondern dass wir eben hier so eine horizontale Korrekturbewegung sehen. Also dass wir diesen überdehnten Modus im übertragenen Sinne über die Zeit abtragen. Und demnach muss ich sagen, Chance-Risiko-Verhältnis technisch Short-Engagements in diesem Gesamtkontext nicht besonders attraktiv. Wir sollten eher davon ausgehen, dass hier der DAX sich weiter long positioniert. Sofern wir jetzt über die 16.1 gehen, ich zeichne das mal ganz kurz ein Szenario, eine Möglichkeit, was man dann in Betracht ziehen könnte, sofern man jetzt nicht den Pull-In gegen den EMA genommen hat, hier, also diesen Bereich als Long-Trigger. Wenn wir jetzt einen kurzen Spritzer sehen von 20, 30 Punkten über dieses Niveau, rundes Level, auch vielleicht schärfer einsetzender Absicherungsbedarf beispielsweise, dann würde ich solch eine Beschleunigung natürlich nicht kaufen wollen, sondern würde einen Pull-In abwarten wollen, der zurück in Richtung dieser Hochs hier führt. Das ist der Bereich, vermutlich so 1,85 roundabout. Gegen den würde ich mich long positionieren, sofern solch ein Szenario sich herauskristallisiert, und würde dann darauf spekulieren, dass sich die Bewegung weiter über die folgenden Stunden fortsetzt. Vielleicht bekommen wir in der Zwischenzeit hier eine Annäherung zu sehen dann des EMAs an der Stelle, an dieses Niveau.
den würde ich dann auch tatsächlich als Risikokalkulator vielleicht heranziehen. Dann würde ich sagen, ich würde mit Fall unter den EMA 50 nicht mehr long sein wollen, weil sich dann der gesamt bullische Modus, der sich herauskristallisierte Charakter einfach beginnt einzutrüben. Das wäre mein erstes Signal, mindestens um auszuskalieren, vielleicht sogar eine komplette Position rauszunehmen. Derjenige, welcher der ausskaliert, der sagt eventuell, meine rote Linie wäre, wenn wir hier unter dieses Mini-Tief rutschen, 1,55, roundabout 1,60, so in diesen Gefilden. Also man kommt mit verhältnismäßig kleinem Risiko eigentlich rein und spekuliert darauf, dass sich eben diese fortwährend in den Markt kommende Nachfrage durch diesen Absicherungsbedarf weiter fortsetzt in den folgenden Stunden. Ja, das wäre es im Zusammenhang mit dem DAX gewesen und der aktuellen Konstellation. Also Long ist ganz klar zu bevorzugen. Short könnte man sich beginnen, Gedanken darüber zu machen, sofern wir unter den EMA 50 rutschen würden. Solange wir oberhalb handeln, ist Short keine Option derzeit, sondern wir sollten eher davon ausgehen, dass, wie gesagt, weiteres Momentum auf der Oberseite eben in den Markt gegeben wird. Ich weiß nicht, also das, ja, das ist, wie gesagt, was ich gerade skizziert habe, das hat wenig mit jetzt zum Beispiel dieser Jahresendrallye zu tun, glaube ich. Also der Gedanke, der hinter der Jahresendrallye an der Stelle steht, ist ja auch größtenteils so ein Window-Dressing, was stattfindet. Also sprich, dass eben zum Beispiel Portfolio-Manager ihre Portfolios für 2000, dann in dem Fall 22 ausrichten, nicht gut gelaufene Titel über das Jahr beginnen abzustoßen, stärkere Titel eben versuchen eben aufzustocken und in dieser Konstellation dann eben entsprechend weitere Aufschläge an der Stelle eben sich herauskristallisieren, weil diese stark gelaufenen Titel im Laufe des Jahres ja potenziell auch, sehr wahrscheinlich sogar, einen größeren Anteil ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung am Gesamtindex gehabt haben beispielsweise. Was ich jetzt gerade skizziert habe, wie gesagt, das ist, also der Hauptgrund, den ich hier sehe in dieser Bewegung, ist wie gesagt technischer, also rein technische Konstellation. Ich muss mal ganz kurz übrigens gucken. Ich glaube, der hat sich jetzt hier wieder leicht aufgehangen. Ein Moment. Das ist erstmal zunächst eine rein technische Konstellation, die natürlich dann eventuell übergehen könnte, sobald diese Absicherungsgeschäfte dann keine Rolle mehr spielt, die dann übergehen könnte in eine entsprechende Jahresendrallye und dann entsprechend eben die ausgehend hiervon zunehmende Nachfrage nochmal nach den jeweiligen Einzeltiteln. Das wäre durchaus in Betracht zu ziehen, aber derzeit würde ich eben tatsächlich sagen, dass diese Rallye, die wir zu sehen bekommen, hauptsächlich getragen werden dürfte durch eben diese technische Konstellation, ausgehend vom Verfall, der jetzt eben ansteht. So, blicken wir mal ganz kurz hier einmal auf den Euro-US-Dollar. Der hat die Zielregion erreicht auf der Unterseite, die ich skizziert hatte, wo ich sagte, nach dem Unterschreiten eigentlich hier der 1,1530, was allerspätestens der 1,15, das ist ein anzuvisierendes Ziel im Bereich hier dieser, nennen wir sie mal Corona-Übertreibungshochs liegt, beziehungsweise der Juni-Hochs aus 20. An der Stelle, das ist so der Bereich 1370, 1380, den überschießen wir jetzt ein bisschen. Wir sehen natürlich verhältnismäßig stark extensiert aus. Das ist die Region um die Tiefs, die gestern ausgebildet worden sind in den Abend. Also die Beschleunigung hier auf der Unterseite ist eventuell auch getriggert worden durch einige Kommentare von Christine Lagarde. Ich habe es nicht verfolgt, ehrlich gesagt. Ich guck mal ganz kurz. Nein, was? Ich liebe einfach nur einen Lagarde News und dann bekomme ich hier die Headline vom Spiegel und vom Handelsblatt. Rund 24 Stunden, noch nicht ganz. Gestern Nachmittag. Der Spiegeltitel: Warnung von EZB-Chefin Lagarde. Inflation könnte länger andauern als gedacht. Aber ist doch alles transitory, dachte ich. Ja. Und das Handelsblatt titelt: EZB-Präsidentin Lagarde räumt ein, Inflation sinkt langsamer als erwartet. Na, die wird noch überrascht sein, wie stark die erstmal anziehen wird, bevor sie dann früher oder später wieder sinkt, eben an der Stelle. Ja, das ist zwar nicht zum Lachen, ehrlich gesagt, besonders für die nicht ganz so gut Betuchte, also das ist tatsächlich eine massive Belastung für ärmere Bevölkerungsschichten, aber mit dieser Überlegung wird sich Frau Lagarde nur schwer anfreunden können, beziehungsweise wird sie gar nicht sehen. Lassen wir Frau Lagarde sein. Also an der Stelle, wie gesagt, dieser Ausblick, diese anziehende Inflation, die sie dann natürlich skizziert, von der wir alle haben ausgehen dürfen, dass sie sich länger als erwartet, als höher darstellt. Das sind, wie gesagt, Szenarien, die ja von einigen Euro-Kritikern auch infolge des massiven geldpolitischen Exzesses, der dort stattgefunden hat, schon seit geraumer Zeit skizziert werden. Wie gesagt, in dieser Konstellation ist es zumeist so, dass diese Stimmen, diese kritischen Stimmen ja mundtot gemacht werden sollen. Ich muss an der Stelle jetzt gestehen, ich habe viele, also
ich bin normalerweise in einem relativ breiten Spektrum an auch Journalisten beispielsweise unterwegs gewesen, im Hinblick auch auf dann Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik und dergleichen, diverse Gazetten, die ich dort abonniert hatte, auch über Twitter und dergleichen, deren einzelne Journalisten und so weiter, die man ja auch im Verteiler hat, die man sich über die Jahre halt aufbaut, wer dort in diesen Bereichen eben gute Arbeit in Anführungsstrichen, beziehungsweise das zumindest zum Thema macht, ob jetzt gut oder schlecht, darüber steht mir kein Urteil zu. Und ich habe dann allerdings begonnen, auch das im Zusammenhang mit der Corona-Politik und dergleichen komplett runterzufahren. Also das hat nicht nur in Bezug auf Corona bei mir Einzug gehalten, sondern ich habe auch sonst Journalisten, die im Bereich Finanzberichterstattung, also mediale Berichterstattung, Wirtschaftspolitik und dergleichen, sich zu Wort gemeldet haben. Auch die habe ich komplett rausgenommen, weil man dann irgendwann doch gemerkt hat, dass da sehr, sehr viel ja, eigene Meinung dabei war. Bei vielen Journalisten ist es recht wenig überraschend. Also ich würde mal auch ausgehend von meiner persönlichen Erfahrung, meiner Lebenserfahrung ein bisschen sagen, haben viele Journalisten sind teilweise doch sehr links angehaucht. Also das heißt, ohne das werten zu meinen, das ist einfach nur, dass die einen entsprechenden Links-Touch einfach haben. Das macht sich in ihrer Berichterstattung bemerkbar. Die gesamte Corona-Politik grundsätzlich hat uns in vielen Bereichen stark emotionalisiert. Und genau diese Emotionalisierung macht sich dann eben auch in deren Berichterstattung eben massiv bemerkbar. Mit teilweise hanebüchenen Forderungen, die da gestellt werden, beziehungsweise einfach absurdesten Theorien, die denen da anheimgefallen wird. Stichwort Modern Monetary Policy oder Theory an der Stelle, MMT ist es an dieser Stelle zum Beispiel und dergleichen. Man kann darüber diskutieren, aber das ist erstmal nur ein rein akademisches Produkt. Und wir sehen auch an dieser Stelle, der Weg dorthin, der wird uns eher viel, viel Wohlstand kosten, als dass er in irgendeiner Form, und wir sehen Anflüge dieser MMT im Zusammenhang mit unserer Geldpolitik bereits. Also das sind erste Tendenzen zum Beispiel im Hinblick auf das Aushändigen im Falle der US-Notenbank oder Querstrich der US-Regierung von beispielsweise diesen Stimulus-Checks. Ja, das ist Helikoptergeld und dergleichen. Das ist ein elementarer Baustein dieses MMTs an der Stelle. Auch dieses UBIs, Universal Basic Income, das ist das Kürzel dafür. Das ist das universelle, bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn, ohne da jetzt zu sehr in die Details zu gehen und das zu akademisch werden zu lassen, auch an dieser Stelle. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass ich angefangen habe, mein Konsum, beziehungsweise auch der Followerschaft hier eine Abfuhr zu erteilen. Also ich folge denen gar nicht mehr. Ich habe das einfach von meiner Timeline runtergenommen, weil wie gesagt, ich möchte, wenn ich Nachrichten lese, wenn ich Nachrichten höre, möchte ich eine faktenbasierten Vortrag, ja, das sind die Fakten und jetzt mach was draus. Bilde dir deine eigene Meinung an dieser Stelle und nicht lass dir deine Meinung vorgekaut im Grunde genommen aufoktroyieren und so ist es und nur so und jedes kritische Wort wird in irgendeiner Form komplett von der Hand gewiesen. Also das hat jeder sicherlich schon mitbekommen, dass wir diese Tendenz mittlerweile in unserer Gesellschaft haben. Es gibt da absurdeste Gespräche, die man auch mit der nachfolgenden Generation führt. Also man kommt ja, also ich bin ja auch ein bisschen schon älter, ja, auf dem Weg in Richtung 40. Ich würde jetzt zwar sagen, ich fühle mich jünger, aber nichtsdestotrotz, dann kommt die nachfolgende Generation, wenn du dich mit 20-Jährigen unterhältst, die jetzt gerade frisch aus der Schule sind, vielleicht noch gerade im Abitur sind oder sonst dergleichen. Man kommt ja mit denen auch durchaus mal in Kontakt über Freunde, beispielsweise über Bekannte und dergleichen. Also man kann sich teilweise nur noch man kann sich nur noch die Haare raufen. In meinem Fall schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Ich habe keine Haare. Aber es ist an der Stelle wirklich unglaublich, also mit welcher Gehirnwäsche offensichtlich da die nachfolgende Generation konfrontiert wird, wie wenig die wissen und wie auch teilweise fundamentalistisch extrem die allerdings ihre teilweise einfach zu widerlegenden Thesen und mit simpelsten Beispielen dann aber willens sind zu verteidigen. Ja? Also ich will jetzt nicht irgendwie martialischer klingen, als es dann ist, aber also man fühlt sich da manchmal schon wirklich in einer Diskussion, wo man sagt, warum schreist du denn jetzt? Also warum wirst du denn so laut? Und dann kriegt man da zurück, naja, sonst hörst du mich ja nicht. Okay, aber wir können auch vernünftig miteinander reden. Also das sind so teilweise schon sehr, sehr extreme, die dort stattfinden. Ja, ich will es jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Also auf jeden Fall ist das, was wir derzeit hier zu sehen bekommen, im Hinblick auf den Euro, glaube ich, der Beginn von einer sehr, sehr scharfen Abwärtswelle. Denn kommen wir zurück zu Frau Lagarde und kommen wir in diesem Zusammenhang zurück mal zu den Äußerungen jetzt, dass die Inflation länger als bis dahin erwartet hoch bleiben dürfte, was wie gesagt ja keine große Überraschung ist.
Parallel dazu steht außer Frage, dass die EZB gar keine andere Wahl hat, als den Zins weiter niedrig zu halten, massiv niedrig zu manipulieren, um nämlich eine Implosion, besonders der südeuropäischen Peripherie Schuldenstände eben nicht zu provozieren. Also ganz kurz, vielleicht ganz wichtig in dem Zusammenhang, um das mal ganz kurz sich vor Augen zu führen. Wir sprechen ja da zum Beispiel von Ländern wie Italien oder auch von Ländern wie beispielsweise Spanien. Debt to GDP, ja, wir haben da mittlerweile Schuldenstände infolge der Corona-Rettungspolitik, die stattgefunden hat, die Niveaus angenommen hat, die, wir können das mal ganz kurz hier vergleichen vielleicht. Moment, wo ist denn der? Gibt es den nicht mehr? Doch, da ist der Compare-Button. Pick Country, wir können ja mal in dem Zusammenhang einfach mal auf Griechenland schauen. Greece, wo ist denn Greece? So, sieht natürlich wesentlich dramatischer aus, die Entwicklung, Schuldenstände, aber wir erinnern uns an die Austeritätspolitik und den Startpunkt dieser, das war 2012 ungefähr. GDP, wo ist denn das D für Debt? D. Okay. Government Debt. Government Debt to GDP, da. Die letzten 10 Jahre vielleicht. So. Also hier in dem Fall auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite in Griechenland, Startpunkt 160% Debt to GDP. Das ist mittlerweile noch deutlich angestiegen, mittlerweile auf über 200%. Also das ist die Schulden in Relation zu der Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes. Und jetzt zurückkommt, Austeritätspolitik, da als das begann, als man in diesem Zusammenhang Euro-Schuldenkrise damals zum Thema machte, Griechenland, die Medien hoch und runter lief, hier in dem Zusammenhang von Grexit geschrieben wurde, also Austritt der Griechen aus dem Euro. Wir erinnern uns alle dran. Also diejenigen, welchen unter uns, die sich damit schon länger auseinandersetzen mit der Materie, für die ist das jetzt in Erinnerung schwelgen an dieser Stelle. Damals, als der Startpunkt dieser Austeritätspolitik stattfand, von der sich hat dann Griechenland übrigens niemals so wirklich in Anführungsstrichen erholen können, beziehungsweise es keinerlei Abkehr von dieser massiven Schuldenlast kam. Es kam zu keiner Reduktion, sondern stattdessen hat man über die Jahre kontinuierlich mehr Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung aufgebaut, tatsächlich. Also entweder weil die Schuldenstände stiegen und oder weil die Wirtschaftsleistung gleichzeitig sank, denn das steht natürlich im Nenner bei der ganzen Sache. Wenn der Nenner kleiner wird, wird das Gesamtprodukt insgesamt größer. Der Ausgangspunkt 2012, der lag bei ungefähr 160%. Das sind die Niveaus, auf denen Italien gerade aktuell steht. Wenn wir uns parallel dazu jetzt die derzeitigen fundamentalen Entwicklungen dort anschauen, politischer Natur anschauen, beziehungsweise auch nicht nur die Spannungen gesellschaftlicher Natur, sondern eben auch die Wirtschaftsleistung. Wenn wir uns anschauen im Hinblick auf Italien zum Beispiel, wir können mal, Moment, Labor. Wir können uns zum Beispiel mal die Unemployment Rate anschauen, beziehungsweise die Unemployment Rate, also das heißt die Arbeitslosenquote, die ist natürlich stark rückläufig. Ja? Also wir haben jetzt an der Stelle, das sind Niveaus gewesen 2000, genau, das waren Niveaus, das ist interessant. Wieso gab es denn diesen Peaks auf der Unterseite? Na gut. Also wir sehen zwar einen Steady Decline an der Stelle, aber wir notieren immer noch, und wir notierten auch zu uns zuvor, hier, wir notieren deutlich oberhalb jener Niveaus, die damals post der Finanzkrise eben tatsächlich ausgebildet worden waren. Und das ist gar nicht mal so interessant, also die Arbeitslosenquote, sondern was mich viel mehr interessiert, ist in dem Fall die nachfolgende Generation, die Jugendarbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit ist wieder auf einem Vormarsch hier und stabilisiert sich im Bereich um 30%. Also Jugendarbeitslosigkeit, das fängt im Grunde genommen Menschen ein zwischen meines Wissens nach 18 bis 25. Ich will das mal ganz kurz abchecken. Moment, Jugendarbeitslosigkeit, Alter. Ich glaube 18 bis 25 müsste es irgendwie stehen. 15, okay, Verzeihung, Erwerbstätigkeit 15 bis 24, spielt aber auch keine Rolle, also das ist unwesentlich. Das ist im Fall hier von Deutschland. Okay, also auf jeden Fall junge Menschen, die arbeitslos sind. Warum mache ich das zum Thema? Nun ja, das ist die nachfolgende Generation, die die Wirtschaftsleistung erbringt, um die Schulden abzutragen, die gemacht werden. Wenn wir hier Niveaus um 30% sehen, also 3 von 10 dieser jungen Menschen hat keinen Job. Und das ist eine Statistik. Also man darf davon ausgehen, dass die Dunkelziffer vielleicht sogar noch mal höher liegen dürfte. Dann ist das auf jeden Fall ein Signal, dass sich diese Situation hinsichtlich der Schuldenproblematik auch in Italien weiter verschärfen sollte. Was hat das jetzt im Hinblick auf den Euro zu tun? Und es hat damit zu tun, dass wir natürlich uns immer vor Augen führen sollten,
dass der Zins, den ein Land zahlt für die aufgenommenen Schulden, in direkter Korrelation zur Wahrscheinlichkeit steht, dass dieses Land diese Schulden auch in der Lage ist, zurückzuzahlen zu können. Und was wir eben an dieser Stelle sehen, ist, dass wir den Motor, der in Anführungsstrichen einen Kolbenfresser hat, also der Wirtschaftsmotor Italiens, dass dieser offensichtlich kaputt ist und dass wir dieses Problem, also diesen kaputten Motor, nur dadurch am Laufen halten, weil wir ausreichend Öl im übertragenen Sinne in den Motor kippen, damit der nicht festgeht, beziehungsweise damit es da nicht eben zu einer Implosion kommt des Motors. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was wir hier sehen, ist einfach mal eine unausweichliche Problematik seitens der EZB, derer, die sich auch bewusst sind und infolge derer davon ausgegangen werden muss, dass die ihren geldpolitischen Kurs weiter vorantreiben werden, um die Zinsen besonders in solchen Ländern wie Italien niedrig zu halten, durch Anleiheaufkäufe, die dann negativ korreliert. Desto mehr Anleihen ich kaufe, desto niedriger ist der Zins. Und das führt dazu, dass eben nicht oder aktuell der Inflationsdruck steigt, aber zeitgleich das Arsenal möglicher Gegenmaßnahmen, um den Inflationsdruck zu dämpfen, zum Beispiel Anleiheaufkäufe zurückzufahren, das nennt man Taper, das macht jetzt die Fed, oder aber auch Zinsen anzuheben, diese Optionen, die stehen im Arsenal der EZB gar nicht zur Verfügung. Andernfalls würde sie nämlich den Bankrott zum Beispiel, in dem Fall der drittgrößten Volkswirtschaft Europas, Italiens, provozieren. Und genau diese Entwicklung, die spiegelt sich jetzt in einer sich beschleunigenden Abwärtsbewegung, meiner persönlichen Einschätzung nach, hier im Euro wieder. Und diese Abwärtsbewegung, die sollte eben vielleicht mal kurze Bounces sehen, aber alles in allem sollte dieser Abwärtsdrift im Euro weiter voranschreiten. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir sehr deutlich dann innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate, wie ich es schon mal vor einiger Zeit sagte, unter das 1,10er-Level fallen. Das bedeutet derzeit, auch wenn wir jetzt recht überdehnt schon auf der Unterseite uns hier präsentieren und früher oder später aus der technischen Konstellation eine Gegenbewegung erwarten sollten, ist es dennoch so, dass das hier eventuell der jetzt beginnende Niedergang des Euros ist, der von vielen Apokalyptikern schwer Verschwörungstheoretiker oder sonst dergleichen, wie auch immer man sie hat versucht zu diffamieren, skizziert wurde, dass dieser sich eben jetzt beschleunigend entsprechend darstellt und dass wir davon ausgehen sollten, dass eben hier diese Abwärtstendenz über kurz oder lang uns im Euro-US-Dollar unter das 1,10er-Level eben tatsächlich führt. Da wir schon relativ weit gelaufen sind, vielleicht jetzt mal vom globalen makroökonomischen Bild auf den kleinen Bereich zurückkommt, da wir schon relativ weit gelaufen sind, würde ich jetzt an dieser Stelle nicht wirklich attraktive Short-Engagements eben tatsächlich bevorzugen. Ganz kurz übrigens nochmal, also die Beschleunigung auf der Unterseite, der Drop unter die 1,14, das war zum einen eben ein rundes Level, zum anderen eben getriggert durch die Kommentare von Lagarde im Hinblick auf den Inflationsausblick und dann eben das Erkennen, dass die EZB keinen Ausweg aus dieser Misere aktuell eben vorfindet. Also, wir stabilisieren uns jetzt gerade gegen diese Tiefs. Sollte es nochmal zu einem Flush-Out tiefer kommen, Test der unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung, Region 1,13 vielleicht als erstes Ziel. Nichtsdestotrotz, Bounce-Bewegungen, die stattfinden, eine erste Aufhellung könnte man zu sehen bekommen, sofern es gelingt, die 1,1390, 1,14 zurückzuerobern. Das könnte dann eine Gegenbewegung initiieren, wobei ich sagen muss, es wäre schon, glaube ich, relativ großzügig davon auszugehen, hier, dass es einen Bounce gibt in Richtung der 1,15er Region. Also eher, muss ich ganz ehrlich gestehen, vor dem Hintergrund der aktuellen Skepsis, die sich meinerseits breit macht, bekommen wir eher einen Lauf, nochmal einen kurzen Flush auf der Unterseite zu sehen und dann kleine Gegenbewegung, seitwärts konsolidieren und dann früher oder später das nächste Legdown an dieser Stelle. Eventuell müssen wir mal warten. Vielleicht ist das auch längeres Zeitraum, ein längeres Zeitfenster, welches wir abwarten müssen. Vielleicht nähert sich an der Stelle der Euro dann früher oder später eben hier dieser Abwärtstrendlinie an. Wir kommen ins nächste Leg Down, dann aus einer solchen Konsolidierung erst im nächsten, ja, übernächsten Monat zu sehen, im Januar, Februar, roundabout. Eventuell gibt es eine kurzzeitig schärfere Gegenbewegung durch die positive Saisonalität, die man zu sehen bekommt über den Monat Dezember. Aber alles in allem ist der Ausblick für den Euro nicht wirklich positiv. Derzeit profitiert der Euro vielleicht noch davon. Das ist vielleicht das einzig Positive, was man nimmt. Dann sagt man, okay, wir haben einen schwächeren Euro, Exportwirtschaft und dergleichen wird dadurch eher gestützt. Aber langfristig ist das eher ein deutliches Signal, dass Gelder aus der Eurozone abfließen und dass Marktteilnehmer eben beginnen, sich attraktivere Häfen oder beziehungsweise Anlagehäfen könnte man an der Stelle sagen, eben tatsächlich suchen. Also anders formuliert, wenn ich jetzt gefragt würde, welche Aktien ich zum Beispiel im derzeitigen Umfeld bevorzugen würde,
oder wie ich ein Portfolio vielleicht auch krisenfest machen würde oder sonst dergleichen, dann hätte ich ein ganz klares Outweight von US-Titeln in diesem Zusammenhang, vielleicht auch vielleicht auch britischen Titeln in gewisser Form vielleicht. Aber im Euroraum, glaube ich, da hätten wir eine ganz kleine marginale Beimischung, weil ich wirklich kein positives Bild für die gesamte Eurozone eben tatsächlich skizziere und ausgehend hiervon auch dann wenig Exposure tatsächlich im Euroraum mir in meinem Portfolio wünschen würde. So, Gold. Ganz kurz ein Blick, ganz kurz deswegen, weil wirklich viel mehr brauchst du dazu nicht mehr zu sagen. Wir sehen jetzt nämlich genau das, was erwartbar war. Wir sehen nämlich hier den Versuch, auf der Oberseite auszubrechen. Ich hatte gestern, ich will das mal ganz kurz vielleicht zeigen. Einen Moment. Ich mache mal ganz kurz hier den Link auf von gestern Abend. Da hatte ich das schon geschrieben gehabt. Da hat man auch eine ungefähre Orientierung. Das war ein Tweet von gestern Abend. Also ohne Grafik, ohne alles. Das war im Bett liegend. Hier, nachdem ich nochmal kurz die Kurse gecheckt hatte und habe dann an der Stelle einfach über das Smartphone das abgedrückt. Also ohne Chart, ohne alles. Euro-US-Dollar unter 1,14. Interessant, 10-jährige US-Zinsen über 1,60. Parallel, also hierzu. Gold konsolidierend im Bereich um 1860, 870. Und das habe ich dann anders formuliert. Das ist meiner Einschätzung nach tatsächlich stark, spricht für einen zeitnahen bullischen Stint höher, zumindest solange wir über 1840 an der Stelle handeln. Und das macht sich dann erkennbar oder das kann man ablesen anhand dieser Stundenbetrachtung, die ich natürlich, auch wenn ich sie charttechnisch nicht hingestellt habe, aber zumindest mal im Hinterkopf habe. Das ist diese Region hier um 1840, das ist dieser Bereich. Und wir sahen ja schon gegen diese kurze Attacke, die haben wir am gestrigen Tag gesehen auf die 870, Rücksetzer. Follow-through hat nicht stattfinden können durch diese Entwicklung, die wir eben jetzt hier an dieser Stelle zu sehen bekommen haben. Starke US-Dollar, anziehende US-Zinsen, das ist ein Umfeld, in dem Gold eigentlich nicht gut performt. Aber was wir eben sehen bekommen, ist, dass wir hier dennoch auf hohem Niveau knapp im Bereich dieser Hochs in der Lage sind zu konsolidieren. Und das ist ein sehr, sehr starkes Signal, denn es spricht dafür, dass früher oder später, wenn der US-Dollar da mal eine Korrekturbewegung sieht, dass dann eben hier Gold diese relative Stärke beginnen kann auszuspielen und durch die dann einsetzende kurzfristig jedenfalls US-Dollar-Schwäche in der Lage ist, diesen Breakout auf den Weg zu bringen. Und naja, wir können es jetzt hier sehen. Der Breakout, der ist jetzt gegen 10 Uhr unserer Zeit, es hat er stattgefunden. Wir haben an der Stelle bis jetzt noch kein so dramatisch bullischen Verlauf zu sehen bekommen, aber wir können diese Niveaus halten. Also das ist nicht nur ein Stop-Fishing-Move, sondern das ist ein Bereich, der eben das unterstreicht. Das ist relative Stärke, das ist potenziell nachhaltig. Und ich gehe davon aus, dass das projizierte Kursziel dann, also was man ja hier in dieser Konstellation sehen kann, ist, dass es ein potenziell steigendes Dreieck ist. So. Dass das projizierte, rein technische Kursziel, die Projektion hier ist dieses Bereichs und dann setzen wir den hier oben dran und da kann man sehen, da bin ich dann ungefähr tatsächlich auch im Bereich dieser Mai-Hochs. Also da kommt auch das Kursziel dann her. Jetzt aus der Perspektive, also das habe ich natürlich ausgehend eben von dieser übergeordneten Betrachtung, aber das habe ich jetzt auch dann potenziell aus dieser Betrachtung hier bei diesem steigenden Dreieck, was sich post der Inflationszahl letzte Woche Mittwoch herauskristallisiert hat. Und ja, also weiter diese Bullishness, wie gesagt, ist gegeben, solange wir diese Trendlinie halten können. Ich will lassen, weil ich mal, das ist alles blau, deswegen machen wir mal türkis. So, solange wir diese türkisfarbene Trendlinie an der Stelle halten können, ist der Modus weiter bullish. Kurzfristig sind wir jetzt vielleicht sogar so weit, dass wir sagen können, 8,55 an der Stelle, das wäre dann so ein Bereich, unter dem möchte ich dann den US-Dollar oder Entschuldigung, nicht den US-Dollar, den Gold nicht mehr wirklich long sein, also kurzfristig jedenfalls, auch wenn übergeordnet das Bild sich weiter ganz klar long darstellt. Aber wenn das ein Momentum-Trade war, den ich auf den Weg gebracht habe, zum Beispiel an der Stelle ich letzte Woche Mittwoch mit eben diesem Break höher, dann möchte ich natürlich nicht diesen Bruch dieser Trendlinie sehen, sondern dass ich dieses kurzfristige Momentum auch mit meinem anvisierten Ziel auf der Oberseite bis 1900 10, 120 weiter fortsetzt. Und dann möchte ich natürlich nicht mehr long sein, wenn wir dann diese 1,855 brechen, beziehungsweise diese Trendlinie. Aber bis jetzt sieht es verhältnismäßig gut eben tatsächlich aus. Und wie gesagt, heute Nachmittag, ganz kurz vielleicht, die Frage kommt vielleicht auch, gibt es einen möglichen Trigger für heute, der das treiben könnte? Definitiv, nämlich Retail-Sales-Zahlen, Einzelhandelsumsätze aus den USA, die veröffentlicht werden um 14:30 Uhr unserer Zeit.
Hier, 16. Es ist US, GMT bzw. London-Zeit. Erwartet werden 1,2. Vorher waren es 0,7%. Ich finde das recht sportlich, ehrlich gesagt. Einzelhandelsumsätze, die derart optimistisch ausgegeben werden. Wir hatten schon in der jüngeren Vergangenheit eigentlich verhältnismäßig durchwachsene Vorgaben, so möchte ich es mal sagen, besonders hier im September. Da waren wir beim Konsens bei minus 0,8. Das war schon sehr, sehr bearish, ehrlich gesagt, in Bezug auf den Einzelhandel, der ja das Rückgrat im Grunde genommen der US-Wirtschaft darstellt. Und dann haben wir eben hier einen Datensatz veröffentlicht gesehen. Oh, Moment, ich müsste noch mal einen Satz zurückgehen. Der unterhalb sogar dieser Erwartungshaltung lag an dieser Stelle. Also, das heißt, da gibt es derzeit eine klar bearische Tendenz, die eben auszumachen ist. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, sollte dieser Datensatz enttäuschen, sollte der Konsens hier deutlich unterschritten werden, könnte das eben dazu führen, dass dieser kurzzeitig bullische Lauf, den US-Zinsen jetzt hier über die 1,6%-Marke gesehen haben, jüngst, dass dieser wieder recht scharf abverkauft wird, oder kurzfristig jedenfalls, was dann die Realverzinsung noch negativer werden lässt und dann entsprechend bullisch treibend für Edelmetalle an der Stelle eben ganz besonders Gold wäre. So, ähnliches Bild, wenn auch nicht ganz so spektakulär. Charttechnisch sieht das ein bisschen in Anführungsstrichen sauberer aus, ein bisschen interessanter. Eine ähnliche Konstellation, die haben wir tatsächlich in Silber. Nicht so gut. Einen kurzen Augenblick. Silber konsolidiert weiter oberhalb der 25er-Marke, stellt sich weiter bullisch dar. Mal schauen, da wäre es so, dass wir über die 25,40 ist es an der Stelle eben laufen wollten oder einen Bruch sehen wollen würden, der dann allerdings relativ zügig weiteres bullisches Momentum vielleicht sogar offenbart, welches in der Lage ist. Also da sieht man es auch. Wir haben auch hier eine sehr starke bullische Konsolidierung meiner Einschätzung nach, nach diesem bullischen Treiber CPI, also Inflationszahlen aus den USA. Und dann sehen wir jetzt ein Pendeln im Bereich dieser Hochs, aber wir akzeptieren, wir respektieren dieses Bewertungsniveau offensichtlich. Und das ist meiner Einschätzung nach ein sehr, sehr starkes Signal, welches dann eben tatsächlich über kurz oder lang eine Rückeroberung hier dieser 200-Tage-Linie nach sich ziehen dürfte. Die verläuft aktuell um 25,30. Also das ist roundabout der Bereich um die Hochs, die letzte Woche hier ausgehandelt worden sind. Also wir konsolidieren knapp unterhalb. Und sobald der Bruch auf den Weg gebracht wird, beispielsweise durch Einzelhandelsumsätze heute Nachmittag, wäre dann in diesem Zusammenhang denkbar, dass wir eben einen Stint mindestens bis 26, eventuell sogar tief über die 26 nach sich ziehen oder zu sehen bekämen, wo dann übergeordnete Kursregionen mindestens die 27er-Gefilde wahrscheinlich sogar ansteuern lässt. Wobei charttechnisch nochmal die Konstellation in Gold mir ein bisschen besser gefällt im derzeitigen Umfeld. Dann will ich noch einen Blick werfen. Ich sehe gerade, die Zeit ist ein bisschen vorangeschritten. Ich habe doch eine ganze Menge zum Euro erzählt, glaube ich. Wir wollen mal kurz einen Blick werfen auf Lucid. Weitere Informationen zu Lucid findet ihr dann in der Discord-Community. Ich ziehe das mal ganz kurz hier rein. Gebe euch mal eben den Link. Moment. So. Soll auch nicht verfallen an der Stelle. So. Dazu habe ich schon ein bisschen hier was geschrieben, dazu gleich mehr. Ganz kurz, ich stelle das hier mal rein. Kann ich jetzt an der Stelle schon sagen, an Do, an der Stelle Frage zum Russell 2000, das ist der IWM, IWM, das ist der ETF, der dem zugrunde liegt, ob der nachhaltig ist, der Bruch? Ja, dazu hatte ich tatsächlich letzte Woche schon was gesagt. Gut, bevor wir zu Lucid kommen, machen wir ganz kurz den Russell. Den müsste ich sogar noch hier drin haben. Ich mich jetzt, da ist er. Der ist definitiv nachhaltig, der Bruch. Also laut meiner Einschätzung hat er das schon gesagt, dieser Ausbruch hier, das Halten dieser Niveaus an dieser Stelle, das ist übrigens der ETF, ja, das ist ganz wichtig an der Stelle. Deswegen steht da iShares, das ist der Russell 2000, das ist der IWM, das ist der ETF. Da hatten wir ja den Ausbruch zu sehen bekommen und jetzt war allerdings das in Anführungsstrichen Problem, so möchte ich es mal bezeichnen, ja, sofern es ein Problem ist, ich gesagt habe, natürlich ist über durch diesen Ausbruch, den wir hier über diese Niveaus zu sehen bekommen haben, also dieser Anfang November initiierte Bruch höher. Sind wir relativ weit, recht zügig eigentlich vorgestoßen. Also haben hier 14 Punkte oder mehr als 10, ne, es waren nicht ganz 10%, ne? Nee, ganz so gar nicht, das waren 5% roundabout, ein bisschen mehr. Also 14 Punkte hatten wir hier zugelegt von dieser Ausbruchregion rund um 2,30, 2,28, 2,30 ungefähr. Und ich hatte gesagt, und dabei bleibt es auch tatsächlich, ich möchte da gerne einen Retest sehen nach Möglichkeit. Einen Retest der Ausbruchregion. Und diese Ausbruchregion, ich zweckentfremde das mal hier. Die korrespondiert jetzt auch mit ungefähr
einem Retest dieser Trendlinie, die sich hier einzeichnen lässt. Also ein Rücksetzer Richtung 2,33, vielleicht ein kurzer Flush mal auf der Unterseite, sofern wir den überhaupt noch zu sehen bekommen. Aber sagen wir mal, wenn wir hier diese Tiefs von letzter Woche Mittwoch, das war im Bereich um 2,36 ungefähr, wenn wir die unterschreiten, dann ist ein Retest der 2,33, 2,32 Region durchaus denkbar. Und gegen die und sobald wir da auch Nachfrage in den Markt kommen sehen und stabilisieren, dann in dem Fall, da wir uns hier den ETF anschauen, gegen diesen Bereich vielleicht stärkeres Volumen in den Markt kommt und dergleichen, wäre das ein sehr, also meiner persönlichen Einschätzung nach, ein sehr, sehr interessanter Bereich, um sich long zu positionieren, auch Chance-Risiko-Verhältnis technisch, weil wir haben ein relativ klares Level, gegen das wir riskieren. Ich glaube, ich hatte gesagt, die Ausbruchregion, die möchte ich natürlich gehalten sehen, das heißt ein Stop 2,29, unter die möchte ich dann den Russell eigentlich nicht mehr droppen sehen. Wenn wir uns gegen die 2,33 an der Stelle long positionieren, 4 Punkte Stop, 2,29, gehen wir auf der Oberseite auf ein projiziertes Kursziel dieser Range, aus der wir hier ausgebrochen sind. Lange Konsolidierung, ich ziehe das mal ganz kurz hier runter. So, was wir machen ist, wir duplizieren diese Range. Wir klappen die einfach nach oben auf, um dann ein Kursziel eben tatsächlich zu sehen. Und dann erkennen wir, haben wir mindestens Potenzial bis 2,55, vielleicht sogar ein bisschen gefilde um 2,60. Und wenn wir dann aus dieser Perspektive 2,33 uns long positionieren, na, wo ist denn der Chart hin? So, da ist er. 4 Dollar Risiko, dann haben wir an dieser Stelle eine Chance von ungefähr 25 Punkten, was uns ein CRV von 5,6:1 tatsächlich gibt. Und deswegen glaube ich, dass das ein sehr, sehr attraktives Setup ist. Besonders auch vor dem Hintergrund des Breakouts und der Konsolidierung oberhalb dieser Breakout-Region, die jetzt da tatsächlich stattfindet. Ja, das noch zum Russell. Dann einmal ein Blick auf Lucid. Da gucken wir uns auch gleich mal die Vorbörse an. Meine Inflection ist 46, haben wir jetzt schon in der Vorbörse zurückerobert gesehen. Da kann man übrigens auf der 30-Minuten-Ebene kann man relativ gut aussehen, was ich mit charttechnisch interessanter Konstellation meine. Das ist ein schöner Aufwärtstrend, schöne Beschleunigung in den Monatsschluss hinein auf der Oberseite. Halten dieser Trendlinie hat stattgefunden. Ich würde mir jetzt zur Eröffnung offensichtlich wünschen, dass wir vielleicht einen kurzen Flush sehen, der uns in Richtung dieser Trendlinie führt, gegen die wir uns dann, das ist ungefähr der 44er-Bereich, long positionieren könnten, in Erwartung, dass wir in Richtung 46, das ist wie gesagt die Inflection, die ich hier ausmache, beziehungsweise darüber die 48 laufen könnten. Und das ist dann das Bild dazu, so wie das aussieht. Da können wir schon sehen, dass wir jetzt freundliche Vorgaben auch sehen. Wir haben gestern initial bullische Vorgaben gesehen auf diesen Earnings Release und das kam überraschend. Also ich habe die Earnings gesehen und dachte mir, wir sind vom Schlusskurs ungefähr um, was war es, 45 ungefähr, ne? Close war, ja, 45 ungefähr. Also leicht oberhalb von 45 haben wir einen Pop auf der Oberseite gesehen und die Aktie, die zog bis 48 in der Spitze. Hat diese Aufschläge wieder abgegeben, aber initial, also kurz danach, ich hatte erst geguckt und dachte mir, das ist überraschend, weil, da kommen wir nämlich mal hier zurück, weil die Earnings als solche gar nicht so attraktiv waren. Also wenn man zum Beispiel sich den Gewinn pro Aktie oder Verlust pro Aktie, muss man eher sagen, anschaut, also ganz kurz vielleicht wichtig, wer ist Lucid überhaupt, damit man eine Idee bekommt? Also das ist ein US-amerikanisches Automobilunternehmen, hat sich auf Elektroautos spezialisiert, also gleiche Gewässer wie Tesla. Wir hatten letzte Woche schon mal darüber gesprochen gehabt, auch davor schon mal zwei, drei Mal das angerissen. Das ist ein Unternehmen, welches sich besonders auf luxuriöse EVs spezialisiert. Also das heißt hochwertige beziehungsweise im Luxussegment in diesem Bereich eben hochpreisige Electric Vehicles eben produziert, ist kurz vorm Bankrott gewesen, wurde dann durch den saudischen, wie heißt dieser Fonds? Na? Einen kurzen Augenblick. Public Investment Fund, da steht's. Der Public Investment Fund von Saudi-Arabien, der hat 2018 hier entsprechend investiert. Lucid ist dann an die Börse gegangen, das war in 2021, zu Beginn diesen Jahres. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, SPAC, ich hatte dazu mal ein Tutorial gemacht und ich hatte Lucid zum Thema gemacht. Da war nämlich CCIV, was eine ganze Weile hier über den Ticker lief, immer mal wieder heiß war tatsächlich. Und Churchill Capital, die dem Kürzel zugrunde lagen, hatten dann eben mit Lucid, haben Lucid gekauft, also haben diesen Mantel im Grunde genommen über Lucid gelegt und dadurch die Börsennotierung auf den Weg gebracht. Also jetzt handelbar unter dem Kürzel LCID, also das ist durchaus schon seit geraumer Zeit ein Thema. Und wie gesagt, die Earnings, die waren jetzt nicht so
prall, in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz, was eben interessant war, dass man hier, da kann man es nämlich sehen, also ich habe das auch nochmal ausgeschrieben gehabt, da war es nämlich so, dass wir eine Reservierung von 17.000 oder einen Auftrag über 17.000 Lucid Vehicles über das Jahr 2022 gesehen haben. Also die Erwartungshaltung seitens der Street ist, also der Wall Street ist erfüllt worden. Die hatte nämlich genau diese 1,7, also das ist ein Gegenwert von ungefähr 1,7 Milliarden US-Dollar Auftragsvolumen. Die hatte das erwartet. Und was noch zudem positiv gewertet wurde, war, dass man hier in der Bilanz auswies, dass man über aktuelle Cash-Reserven in Größenordnung von 4,8 Milliarden US-Dollar verfügt. Also durchaus Kapital hat, welches man auch eben dann arbeiten lassen kann, in Anführungsstrichen. Investments auf den Weg bringen, Projekte finanzieren, vielversprechender Natur und dergleichen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das war besonders im Hinblick auf eben die Wachstumsaussichten des Unternehmens dann wiederum doch ein ziemlich vielversprechender Earnings Release, der dann auch erklärt, wo dann eben entsprechend dieser bullische Drive initial herkam. Wir sind, wie gesagt, zunächst dann allerdings haben wir Abschläge gesehen. Inflection habe ich heute früh hier schon geschrieben, bevor die Vorbörse eingesetzt hat. Inflection ist die 46. Das wäre das erste Ziel bei solch einem Flush-Szenario. Da die Earnings, ich sag mal, durchwachsen genug waren, könnte ich mir vorstellen, dass es genau diesen Flush gibt, aber wir haben eben ein sehr, sehr interessantes Level auf der Unterseite, nämlich die 44er-Region. Also sprich, wenn wir zur Öffnung reinkommen und dann Abgabedruck sehen und die Aktie in diese Gefilde, und das haben wir auch gestern gesehen, das ist eine charttechnisch durchaus relevante Region, also neben dem Umstand, dass es die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung ist, ist es ergänzend hierzu auch der Bereich der Tiefs, die dort im gestrigen in der zweiten Hälfte des Handelstages gehalten haben werden können, die 44er-Region. Wenn wir einen Flash in diesem Bereich sehen, aber dann sehen, dass wir dort einen Change in Character sehen oder Nachfrage reinkommen sehen, der Markt sich gegen das Level stabilisiert, glaube ich, ist das Chance-Risiko-Verhältnis-technisch ein sehr attraktiver Bereich. Wir haben ein klares Level, gegen das wir riskieren. Also relativ enger Stop wahrscheinlich von 50, 60, 70 Cent. ATR ist ungefähr 3 Dollar. Also das bedeutet ein 20% ATR-Stop, da haben wir ungefähr 60 Cent Risiko. Und haben auf der Oberseite als erste Orientierung eben die Hochs von gestern, das ist die 46 und die Inflection und darüber vielleicht sogar Potenzial bis 48. Starker Growth-Titel, durchaus starkes Momentum. Was unglaublich interessant ist bei Lucid, das muss man auch dazu sagen, Lucid hat, ich habe das mir mal bei FinWiz aufgemacht, Lucid hat ein durchschnittliches gehandeltes Volumen von 48,44 Millionen. Das heißt also, es sind ausreichend Stücke auch verfügbar, sehr, sehr liquider Titel und Lucid ist potenziell auch sehr heiß. Ich habe hier nochmal eine andere Grafik aufgemacht. Das ist von Barchart.com. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Barchart, die nutzen wir normalerweise hier für den Futures-Bereich und dann den Commitment of Traders Report. Barchart macht aber auch was anderes. Der zeigt zum Beispiel hier aufgelistet an, und zwar die sogenannten Volume Leaders. Also wo, in welchen Titeln ist das höchste Volumen am jeweiligen Handelstag geflossen? Das sind natürlich alten Verdächtigungen hier vorbei. Apple beispielsweise an der Stelle mit 59 Millionen gehandelter Stücke, AMD. Eine der besten Trading-Aktien, die es aktuell am Markt gibt, 52 Millionen Stücke. Lucid war in den Top 4, hat gestern 77 Millionen Stücke gehandelt, also deutlich mehr als das durchschnittliche Volumen. Ja, also das kann man auch dann in FinWiz hier tatsächlich sehen, an der Stelle Faktor von 1,5 ungefähr. Was ich daran interessant finde, ist an der Stelle ganz besonders, dass das zeigt, dass die Aktie im Mittelpunkt des Geschehens der Marktteilnehmer liegt. Also das heißt, es unterstreicht auch die Signifikanz vielleicht dieser 44er-Region, falls wir die anlaufen sollten. Also durchaus ein Kandidat, den wir im Hinterkopf haben sollten. Zu Walmart hatte ich in der Discord-Community jetzt noch nichts geschrieben. Die hatte ich zwar schon hier erwähnt gehabt im ersten Satz, aber dafür brauchen wir erstmal einen Datensatz. Earnings werden heute jetzt im Laufe der nächsten Minuten, Stunden wahrscheinlich veröffentlicht, also auf jeden Fall noch vorbörslich. Und dann schauen wir mal, wie sich Walmart eben darstellt. Wie gesagt, schaut gerne in der Discord-Community vorbei dann für den entsprechenden Gameplan. Für Lucid findet ihr ihn bereits. Auf jeden Fall interessanten Blick wert, denke ich mal. Heute zum Opening dürfte auf jeden Fall heiß sein. Auch eine sehr interessante Frage. Goldschenk fragt gerade, Stichwort nämlich Inflationsdruck in den USA und was jetzt die Biden Administration plant, ist die ein Teil der strategischen Ölreserven dort freizusetzen, zwecks Angebotsüberschuss, der den Preis natürlich drücken würde. Wie weit ist da das Abschlagspotenzial? Ich weiß nicht, ob das nicht zu bearish wäre, aber als Orientierung könnte das vielleicht interessant sein. Region so ungefähr um 75 Dollar vielleicht. Also ohne das jetzt fundamental rechtfertigen zu können, das wäre so eine Orientierung ausgehend von ehemaligen Hochs, vielleicht auch ein Stück weit tiefer, 74 vielleicht. Könnte sein, dass wir in diese Gefilde eben hier vorstoßen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Vielleicht eine ganz langfristige Aufwärtstrendlinie.
Ja. Die Tiefsee miteinander verbindend, November 20. Ja, das wäre schon ein ziemlich starkes Überschießen an der Stelle. 75 würde ich jetzt mal so aus technischer Perspektive, könnte ich mir vorstellen. Thema wird es an der Stelle, wenn wir unter 77 brechen. Also hier, das ist der Bereich um die Tiefs von, was war's, 4. November. Das ist jetzt roundabout 2 Wochen her. Übermorgen 2 Wochen her. Also das heißt, Donnerstag vor 2 Wochen hatten wir den Bereich. Das sind auch derzeit die Monatstiefs hier. Also unter 77 könnte es sein, dass wir Richtung 75, vielleicht 74 laufen. Allerdings muss man auch sagen, dieses in Aussicht stellen, diese freizusetzen und die jetzt derzeit relativ solide Performance zeigt, dass das natürlich auch größtenteils beginnt eingepreist zu werden. Also das bedeutet anders formuliert, zwar könnte es sein, dass die Ankündigung kommt, dann kommt der Flushout auf der Unterseite, aber der könnte auch relativ zügig wieder zurückgekauft werden. Also sprich, besonders wenn wir eine starke Überdehnung sehen, Übertreibung auf der Unterseite in diese Gefilde, könnte das CRV-technisch ganz interessant sein, gegen diesen Bereich sich dann bei einer Stabilisierung, die kurzfristig einsetzt, erstmalig long zu positionieren, in Erwartung, dass es dann einen schärferen Bounce gibt, den ich dann aufaddieren würde, in Erwartung, dass wir über kurz oder lang wieder zurück über die 80er-Marke eben tatsächlich laufen. Denn solche kurzfristigen Manipulationen des Ölpreises an der Stelle, muss ich sagen, rein fundamental, ausgehend von der Gesamtkonstellation, Unterbrechung der Lieferketten und dergleichen, Angebotsengpässe, Querstrich eben dann auch beispielsweise vielleicht Schwierigkeiten im Hinblick auf die Lieferung dergleichen von Öl, Transport von Öl beispielsweise. Also ohne da jetzt au Detail oder generell in der Tiefe zu sein, aber das ist so ein logischer Gedanke, der sich sofort anschließt, wäre es so, dass ich eben auch, weil ich euch einen Flushout dennoch erwarten würde, dass über kurz oder lang der Markt sich wieder auf diese nennen wir sie mal Manipulationsniveaus, beziehungsweise oder Caps, die da eingeführt werden, eben bewegt, sondern oder beziehungsweise eher darüber. An solch eine Manipulation des Marktes, wie gesagt, ist nur über ein kurzes Zeitfenster tatsächlich haltbar. So möchte ich es mal formulieren. Und deswegen würde ich auf solch einen Flush auf der Unterseite mich dann eher long positionieren wollen. Aber wie gesagt, Ziel, ja, 75, 74. Vielleicht ein Stück weit tiefer, wenn es ganz extrem wird, wovon ich ausgehe. Aber wenn wir diese Trendlinie hier anlaufen würden, dann wären wir im Bereich um 71, 72 Dollar eventuell. So, ja, das wär's meinerseits gewesen. Dann hoffe ich, dass ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like hier und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaltet zum Money Meeting gemeinsam mit Markets am dann 17. November 2021, 10:30 Uhr, wie gewohnt. Wie gesagt, nutzt gerne die Möglichkeit, euch in der Discord-Community auszutauschen, eure Fragen zu stellen. Nutzt gerne die Möglichkeit, über die Webseite zu kommen, unterhalb dieses Videos zu schreiben. Ich würde mich freuen, dort euch mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können, beziehungsweise auch meine Gedanken zu ordnen. Vielleicht sagt ihr, die und die Einschätzung ist zwar interessant, aber sehe ich komplett anders. Bitte, ich freue mich da wirklich sämtlichen Input heranzuziehen und auch nochmal meine Thesen, meine Ideen, meine Gedanken entsprechend zu ordnen und dergleichen. Also fühlt euch da bitte eingeladen. Und soweit meinerseits. Also, Happy Trading, passt auf eure Stops auf. Wir hören uns morgen wieder am Mittwoch. Ich freue mich drauf. Happy Trading, habt euch wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.